Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Mitwirkende 440 Konzerte in 25 Deutsch-Schweizer Städten. Das ist das Kirchenklangfest Gantars. Grüezi und herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Wir sind heute an einem von diesen 25 Standorten, nämlich in Wiel im Kanton St. Gallen, in der oberen Bahnhofstrasse. Hinter mir spielen Bläserkids von Wiel. Sie eröffnen den Gantars-Tag heute. Und überhaupt ist auffällig, wie viele Jugendliche und Kinder dieses Jahr mitwirken bei Gantars. Es sind nämlich über die 3 Monate, wo das Fest läuft, über 2000. Das Wort Gantars ist eine Verbindung aus den Wörtern Singen und Kunst. Es ist der grösste kirchenmusikalische Anlass, den es in der Schweiz je gegeben hat. Und er zeigt vor allem die breite Palette von Musik auf, die es in den verschiedenen Kirchen gibt. Auftakt zum Fest war Mitte März in Basel. Schauplatz für die Gantars-Eröffnung ist das Basler Münster. Ängste, der Auftakt könnte vor halbleeren Rängen stattfinden, sind schnell zerstreut. Basel und Musik. Da dürfen Trommler und Pfeifer nicht fehlen. Sandra Rupp-Fischer eröffnet das Programm. Sie ist die treibende Kraft hinter Gantars, organisierte bereits das Fest 2011. Es wurde zum großen Erfolg mit über 60.000 Besuchern. Ich bin auch überzeugt, dass wir als Kirche uns mehr öffnen müssen, uns mehr präsentieren müssen, dass wir nicht können sagen können, unsere Türen sind offen, kommen einfach rein, sondern dass wir eigentlich noch einen Schritt sollten raus zuerst machen und überhaupt zeigen, hey, uns gibt's. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Kirchenmusik ist halt einfach sehr emotional. Oder ich kann jede Stimmung mit der Musik ausdrücken. Ich kann die Musik brauchen oder zu mir nehmen, wenn ich traurig bin, aber auch wenn ich fröhlich bin. Der Eröffnungstag macht klar, bei Gantars sollen Jung und Alt mitfeiern können. In der Elisabethenkirche musiziert Andrew Bond mit dem Ökiko Kinderchor. Ich zeige meine Freude mit Springen. Ich zeige meine Freude mit Springen. Ich zeige meine, zeige meine. Bond gehört zu den erfolgreichsten Kinderliedermachern der Schweiz. Über 650.000 CDs hat er bereits verkauft. An Gantars fasziniert er mit seinem Liederprogramm Himmelwied. Da und dort hat jemand Kummer, da und dort gibt's Krach und Streit. Und über Horizont, wo ist der Menschenleben Land? Über Horizont, wo der Es gibt Leute, die sagen, wieso machst du auch kirchliche Lieder und nicht nur normale? Und ich glaube, die Trennung von, es gibt quasi den Sonntag und es gibt den Rest der Woche, die gibt es für mich einfach nicht. Es gibt viele Fragen, die Kinder haben und die Erwachsene haben, die einfach zum Leben gehören. Und wenn ich über das Wetter und über den Schnee und über Fuchs singe, dann singe ich auch mal halt über Gebet und über andere Sachen. Das gehört einfach zum Leben. Und wir bleiben bei den Allen, ich auch Platz dabei. Mir gefällt, dass sie ein bisschen wie zum Träumen sind. Irgendwie ist es ein bisschen wie wenn ich nicht mehr anders wäre in einer anderen Welt und nicht mehr hier auf der Erde. Ich finde sie einfach lustig und ich singe sie gerne. Der offizielle Festakt findet in der Predigerkirche statt. Jede der 36 Fahnen steht für ein Organisationskomitee, welches später selber Festivaltage durchführt. Ja.
2011 wurde Kantars noch als katholisches Kirchenmusikfest veranstaltet, 2015 ökumenisch und überkonfessionell. Und deshalb vielen Dank all denen, die Ökumene so machen, dass sie uns Theologen gar nicht brauchen. Es klingt etwas an, das nur die Musik tun kann. Vielleicht könnte man sagen, Kirchenmusik, das ist, wenn Gott die Seele streichelt. Das sind 12'000 Leute, die mitmachen. Das ist mit Abstand das grösste Kirchenfest seit langem. Also es ist eine grossartige Sache. Und die Musik kann eben etwas in uns auslösen, das uns über alle konfessionellen Gräben hinweg zusammenführt. Und ich glaube auch, dass hier etwas entstehen kann, das über das Institutionelle hinausgeht. Das tut doch bei uns allen im eigenen Glauben etwas auslösen, wenn man so miteinander singt. Es löst aus, dass der Heilige Geist am Wirken ist und dass man über die Konfessionen hinweg und über die konfessionellen Verbände hinweg das Zusammenarbeiten müssen weiter pflegen und eine sehr grosse Offenheit da ist. Und ich spüre auch, dass die Offenheit gerade in der Musik sehr stark da ist. Bei Kantars gibt es immer zur vollen Stunde ein Konzert in einer Kirche. Darunter hat es auch Uraufführungen, wie jetzt hier in der katholischen Kirche St. Peter. Wir hören Ihnen in Psalmodie von den Chören Batzenheit und Gähwil, unterstützt vom Toggenburger Orchester. Etwas, was sofort auffällt bei all diesen Konzerten, ist die Vielfalt. Von klassisch bis modern hat es wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. So ist der Kantarstag in Bern beispielsweise ganz im Zeichen von Rap und Poetry gestanden. Ja, Sie haben richtig gehört, Rap und Poetry. Der Name steht für die Frauenkraft, dass wir noch ein rappen, wir haben ja Macht. Wenn ihr findet, dass die Musik groovt, dann findet, dreht Freude bei dem. Die Klänge und Rhythmen im Hip-Hop-Center Bern-Wankdorf verbinden Besucher wohl nicht auf Anhieb mit Kirchenmusik. Als soziokultureller Animator verknüpft Benjamin Müller Hip-Hop und Glaube schon seit Jahren miteinander. Einerseits arbeiten wir stark mit der Kirche immer wieder zusammen. Wenn die Hip-Hop-Kultur kommt, dann ist auch Hip-Hop-Musik dabei. Und das heisst, Kirchenmusik, Kirchenorgeln, ist bei uns halt Hip-Hop, ist ein DJ, der auflegt. Mir ist es wichtig, weil ich selber in meiner Jugendsozialisation Hip-Hop ganz wichtig war. Können aktiv sein, können Texte schreiben, können das rauslassen, was meine Botschaft ist. Und andererseits ist mir Gott, der Bezug zur Kirche, sehr wichtig in der Jugend. Und dann hat das auch zusammengefunden. Hip-Hop ist eine Jugendkultur. Dazu gehören Rap, Graffitis, Beatbox und Breakdance. Den Kantarstag Rap und Poetry in der Heilig-Geist-Kirche hat die Theologin Andrea Meyer organisiert. Die Entwicklungen im Hip-Hop-Center seien ein entscheidender Baustein zu diesem Tag gewesen. Ein weiterer, die zahlreichen Rapper und Poeten im Raum Bern. Es gibt viele junge Rapper, die auch sozialkritische Texte haben, die die Gesellschaft kritisieren, die über aktuelle politische Themen rappen. Und das ist etwas, was wir finden, da gibt es eine Verbindung auch zur Bibel. Wenn wir die Propheten anschauen, sind das Leute, die sehr wortgewaltig waren, die harte Wörter brauchten und auch sehr starke Sprache. Und wir wollen an das anknüpfen. Offen ist man! Wenn man ein grosses Tisch hat! Offen ist man! Wenn man schwarze Haare hat! Offen ist man! Die
Diesen Propheten will sie eine Bühne geben. Denn auch die biblischen Propheten hätten damals nicht in erster Linie die Zukunft vorausgesagt, sondern das Zeitgeschehen kritisch hinterfragt. Beim Auftritt der Roundabout-Tanzgruppen geht es weniger um die Botschaft der Worte. Ein Lebensgefühl wird vermittelt. Das gilt auch für das Breakdance-Battle. Das Event-Motto Deine Botschaft wird hier über die Art zu tanzen und sich zu bewegen vermittelt. Sweep, ich erinnere die Winde. Gratulation! Die verschiedensten Leute mit verschiedensten Geschichten und verschiedensten kulturellen Hintergründen. Das ist für mich Kirche. Und nicht einem üblichen Klischee von Hip-Hop entspricht, dass man sagt Gewalt und so, sondern es ist Freude und es ist Respekt. Für mich göttlich. Früher, als man noch dachte, die 80er Jahre wären schrecklicher gewesen als die 90er, in denen man lebte. Freiheit ist ein großes Wort. Freiheit ist, wenn du werden kannst, was du willst, egal wer deine Eltern sind. Ein Wettkampf der besonderen Art liefern sich Slam-Poeten und Theologen. In je 6 Minuten bringen sie ihre Botschaft auf den Punkt. Nämlich, dass Gott tatsächlich kein Budget hat, weil er seine Kasse klärt, ja, sich als Mensch in Mensch ausgeklärt hat, um all das zu sein, dem wir Beziehung sagen. Das Leben geht weiter, ist dunkle Schocke wegen der Glückshormone. Als Single hast du es sehr besser. Als Single darfst du so quer im Bett liegen, wie du willst. Es hat mich gedacht, die Beiträge waren wirklich so etwas, das nicht einfach ist, wo in jeder Zeitung stehen oder in jedem Club man hören würde, sondern wo ich finde, was sich auf diesen speziellen Ort, auf das spezielle Setting von der Kirche wirklich eingelassen und auch etwas von ihrem Inneren preisgegeben. Weiter begeistert Andrea Meyer, dass Künstler wie Rapper Manilio die Möglichkeit nutzen und ihren prophetischen Gedanken in einer Kirche vortragen. Ein Schauplatz, den sie wohl nicht von sich aus gewählt hätten. Vor 4 Jahren war das Kantars noch ein rein katholischer Anlass. Mittlerweile ist es ökumenisch und überkonfessionell. Aber nicht nur verschiedene Kirchen, sondern auch verschiedene Altersgruppen sollen angesprochen werden. Bei dem Auftritt, der uns jetzt gerade hier in der reformierten Kreuzkirche erwartet, singen gerade 3 Generationen im gleichen Chor. Wir haben die Familie Grämiger vor ihrem Auftritt zu Hause besucht. Als erstes ist Walter Grämiger kurz nach seiner Pensionierung dem Kirchenchor Henau beigetreten. Das war vor mehr als 10 Jahren. Die Musik gefiel nicht nur ihm, auch Enkelin Lucienne war schon als 12-jähriges Mädchen begeistert von den feierlichen Klängen. Ich weiss nur, dass ich immer in der Kirche mitsingen wollte, aber ich habe es nicht kennt. Und dann wollte ich halt mitsingen. Und die Mama hat dann gesagt, doch, geh doch in die Kirchenchor. Und ich so, oh ja, Kirchenchor. Und dann hat es geheißen, ja, du kannst das Kind nicht allein lassen. So entschied sich auch Esther Grämiger, Luciens Mutter, mit in die Proben zu gehen. Sie habe nur kurz im Chor bleiben wollen. Dann haben wir ja gerade das Projekt gesungen, da vom Gallus. Er ist auch komponiert worden vom Roman Wieslin Wild. Und da hat mich wahnsinnig begeistert. Und tut es mir der am Liedsachen. Eigentlich wollte ich nach einem halben Jahr wieder hören, aber hat er nicht mehr können. Begeistert sind inzwischen alle 3 Chormitglieder von Familie Grämiger. Die Vorfreude auf den heutigen Auftritt ist groß. Für mich ist das eigentlich der Lohn, die Aufführung für das intensive Proben, das wir in den letzten Wochen. Ich freue mich brutal drauf. Vor allem nach der Hauptprobe sind wir, glaube ich, alle relativ sicher, dass das funktionieren soll. Und es wird schön. Es ist ein wunderschönes Stück und wir haben auch lange dafür geübt und auch die Musikanten sind super.
Jetzt wollen wir natürlich noch hören, wie das tönt, wenn 120 Stimmen zusammenkommen. Kirchenchöre Oberutzwil, Henau und Unterstockenburg singen die neue Schöpfungskantate vom Roman Bislin-Wild «Ein erster Tag». Aus dem Chor jetzt Lucien Grämiger. Wie war es für dich? Es war der Wahnsinn. Es waren so viele Leute dort, die wir davor stehen durften. Und es ist so viel Kraft. Ich habe so Gänsehaut bekommen während dem Singen. Wow. Gehen die Emotionen schon ein bisschen auf, he? Ja, brutal. Ich hätte nie gedacht, dass es so emotionsintensiv wird. Danke vielmals. Cantars will verbinden nicht nur verschiedene Musikstile und Altersgruppen, sondern auch Leute aus verschiedenen Ländern. In Luzern haben die Vertreter von verschiedenen Migrationskirchen für einen exotisch farbenfrohen Event gesorgt. Luzern, eine weltbekannte Stadt. Jährlich besuchen viele hunderttausend Touristen die landschaftlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Heute steht aber nicht die Schweizer Kultur im Fokus. Die katholisch-vietnamesische Mission lädt zum Gottesdienst in die Hofkirche ein. Die Vorbereitungen sind schon rege im Gang. Xuan Dao hilft den letzten drei noch beim Umziehen. Sie ist Schneiderin und hat für alle Kleider gemacht. Das ist eine vietnamesische Tracht, und also für Männer. Und blau, das, und mit den also Symbolen, das ist einfach dann typisch vietnamesisch. Ich freue mich auf alles, aber vor allem auf Kille und auf die Leute, die kommen. Im Rahmen von Gantars gestalten Xuan und ihre Kirche einen Gottesdienst. Die Tänzerinnen werden dafür alle gleich frisiert. Wir sind heute hier von der katholischen vietnamesischen Mission. Und der Chor von Zentralschweiz ist hier nicht nur wir allein, sondern auch noch Leute von der Umgebung, also von Zürich, von St. Gallen und von überall. Die, die Freude daran haben, sind auch eingeladen und machen es mit. Xuan Dao lebt seit über 30 Jahren in der Schweiz. Sie ist als Mädchen im Alter von 10 in die Schweiz geflohen. Ihre Eltern konnten damals nicht mitkommen. Ich mache das einfach aus tiefster Dankbarkeit an Gott und seiner Güte, dass wir überhaupt heute hier sein dürfen. Und für das investiere ich wirklich alles, was ich kann. Bevor es in der Hofkirche aber losgeht, gibt es ein Konzert auf dem Vierwaldstätter See. Da ist der Chor der Nationen bereits in Aktion. Das ist eine tolle Sache. Also das hat mich sehr berührt, weil sie so gut in diese Gegend passt. Und sie ist sehr farbenfroh, weil sie haben verschiedene Farben in einer Schale hatten. Sie haben auch Trachten. Sehr und schön. Von der Akustik her hat es mir auch sehr gefallen. Es war echt super. Ein paar hundert Meter weiter in der Franziskanerkirche nehmen die Sänger der Ukraine die Besucher in ihre musikalische Welt mit. Der Vortrag der Eritreer ist eine Mischung aus Tanz und Gesang.
Zurück zur Hofkirche, wo die vietnamesischen Tänzerinnen schon ein bisschen aufgeregt warten. Also ganz ehrlich sind wir schon nervös, aber wir haben das jetzt auch schon öfters gemacht. Und darum geht es ja. Und vor allem sind da jetzt fremde Menschen da, darum ist es eben anders für uns. Ja. Gute Organisation ist das A und O bei Gantars. Auch in Luzern läuft alles nach Plan. Während die einen den Gottesdienst feiern, werden vor der Kirche 4000 Frühlingsrollen gebraten. Nach der Feier sind alle dazu eingeladen, zu verweilen und einen typisch vietnamesischen Snack zu genießen. Wunderschön gewesen. Die ganze Messe und der Gesang ist so Lebensfreude drinnen. So, es ist wirklich, es ist übergekommen, es ist ganz herzlich gewesen. Heute ist es einfach besonders, weil von der ganzen Schweiz sind Freunde gekommen, die Schweizer und die Vietnamesen sind gekommen und das wissen wir und darum singen wir noch einmal mehr mit Herz. Gemeinschaft, Musik machen und der Glaube, das verbindet. Das ist heute hier in Wiel wirklich gut spürbar. Ein Fest, das 3 Monate dauert, mit 440 Konzerten, da kommt natürlich ein riesen Bouquet von Darbietungen zusammen. Bevor wir für den Abschlussbericht auf St. Gallen wechseln, darum noch mal ein paar Gantars-Impressionen. In Wiel ist der Kathi-Chor jetzt voll in Aktion. Während ich hier den Tag noch etwas ausklingen lasse, geht es für sie weiter auf St. Gallen zu einem weiteren Höhepunkt, dem Abschluss von Gantars. Die schönsten Momente haben wir für sie eingefangen. Im Olma-Areal in St. Gallen findet an diesem Wochenende der Schlusspunkt statt. Gantars und die christlichen Musiktage sind die gemeinsamen Gastgeber. Blasmusik, Jazz, Rap und Gospelmusik stehen auf dem Programm. Musiker und Musikliebhaber genießen bereits am Samstag die Gemeinschaft und inspirieren sich gegenseitig. Wir sind von der Zürich Oberland Brass Band und haben hier gespielt und hören natürlich auch gerne andere Bände. Und es freut uns hier auch zusammen zu sein mit Bekannten und auch noch Glasse essen miteinander. Es ist wirklich ein Applaus. Für mich ist der Fall klar, der Brian Dirksen ist mein Favorite, schon seit Jahren. Der hat so eine Tiefe für mich. Der Musiker Brian Dirksen ist für die Amazing Praise Night aus Kanada angereist. Ein großes Konzert mit internationalen Bands heute Abend. Am Nachmittag findet er noch Zeit für einen Workshop. Ich unterrichte hier, um Liedermacher zu ermutigen, ihre eigene Stimme zu finden, damit sie nicht andere kopieren, aber die Lücke füllen, die nur sie füllen können, um die Lieder in ihrer Muttersprache zu schreiben für diese Sparte. Für das Konzert heute Abend, die Amazing Praise Night, ist auch Edwin Hawkins aus den USA angereist.
Wir geben Konzerte, um Menschen zu unterhalten, aber vor allem wollen wir Gott die Ehre geben für alles, was er uns geschenkt hat. Den Abend beginnt jedoch eine Brassband. Die Stuffband des Christlichen Musikverbands Schweiz macht einen würdigen Anfang. Nach dem ersten Highlight ist Edwin Hawkins bereit. Vor etwa 50 Jahren hat Edwin das Lied Oh Happy Day komponiert. Und auch heute Abend darf es nicht fehlen. Perfektes Konzert mit Edwin Hawkins. So alt wie er war, aber so Gas gibt er nach wie vor. Es war unglaublich. Ed Hawkins, super Musik, Stimmung, guter Spirit. Mir hat es gefallen. Nach der Pause kommt Brian Dirksen auf die Bühne. Er hat unzählige Loblieder geschrieben. Mit seiner Band hat er die Psalmen der Bibel neu als Folk-Rock-Songs vertont. Am Abschlusssonntag strömen nochmals viele Menschen in die Olmer Halle. Während der 3 Monate besuchten insgesamt über 90.000 Zuhörerinnen und Zuhörer die zahlreichen Veranstaltungen von Kantas. Beim heutigen Schlussanlass sind über 400 Sänger und Musiker beteiligt. Bunt war es an Kantas und Menschen von unterschiedlichsten Generationen haben sich engagiert auf eine sehr eindrückliche Art. Sandra Rupp-Fischer, die Gesamtleiterin von Kantas, schaut zufrieden auf die vergangenen Monate und den heutigen Abschluss zurück. Es war ein super Schlusspunkt 4 und ich bin sehr happy, dass das so gelaufen ist, das ganze Projekt. Es ist uns gut gelungen, Brücken zu bauen von, innerhalb von Kantas. Ich bin da sehr zufrieden, wie das gelaufen ist. Wann das nächste Kirchenklangfest stattfinden wird, ist noch offen. Die entstandenen Brücken und Beziehungen jedoch, die wachsen schon heute weiter. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.